Also langsam lichten sich auch die Reihen hier im deutschen Tourney. Viele sind nicht mehr dabei und da geht's auch schon los. Ich glaube, bei der letzten Zählung waren es noch 15 aktive Spieler im Turnier dann. Beide hier mit dem typischen Onkelstart. Ja, sieht man nicht unbedingt immer. Gibt im Open-Modus doch genug Möglichkeiten, Start etwas anders zu routen, gerade wenn der Onkel keine garantierte Waffe hat, wie das Schwert. Ich bin trotzdem immer Fan davon, Onkel zu besuchen und dann die Chest mitzunehmen. Ja, es sind definitiv zwei schnelle Checks plus ein Triple, der auf dem Weg ist. Es ist ein solides Opening. Ist ja nur ein bisschen Geld und Bisschen mehr Geld. das Taschengeld, das hat der Onkel noch vergessen, uns zuzustecken. Ja, ob er es vergessen hat oder ob er es lieber selber einstecken hat behalten wollen. Ja. Und da ist das Buch. Gut, das gibt uns schon mal recht früh die Möglichkeit, einmal in Desert vorbeizuschauen, wenn wir denn Lust haben. Wird interessant zu sehen sein, ob es da von einem der Runner vielleicht einen frühen Desert-Play gibt. Auf jeden Fall Map-Check bei Lunchtime. Ein Vanilla Green Pendant und genau ein roter Crystal oben in Hera, ein normaler Crystal auf Desert. Sehen wir vielleicht einen Early Pedestal Check? Also mit dem Buch würde ich da, ich persönlich würde auf jeden Fall hingehen, weil wenn man gerade schon mal in der Gegend ist und das Pet so früh ausschließen kann oder einbinden kann, je nachdem. Also ich würde es machen. Kann aber natürlich auch verstehen, es liegt doch ein Stück ab vom Weg immer noch. Und Ja, dieses. aber Landstern hat sich wohl dagegen entschieden. Mal sehen, was Merville scheint die Richtung tatsächlich anzusteuern. Ja, das wird ein Ja. Pet-Check auf Mervils Seite. Schon mal Pet Hype? Und Lunchtime entscheidet sich wohl doch nochmal da trotzdem hinzugehen. Kriegen wir ein bisschen Hype im Chat hier. So, Pet-Check nach 2,5 Minuten. Let's catch Ah. some bean fairies. Ah. Also Pet muss heute auf jeden Fall gezogen werden, weil ohne Swagnet gehen wir heute nicht nach Hause. Das ist ja natürlich unangenehm. Denn wir brauchen natürlich das Wetnet für Go Mode. Ja, absolut. So, aber jetzt auch beide mit dem Weg von unten nach Kakariko. Ja, interessant, dass ihr beide wirklich die gleiche Vorgehensweise haben. Ich erstmal hier eine Bombe farmen. Oder auch zwei. Merville anscheinend mit zwei noch nicht zufrieden. Ja, Lunchtime hat jetzt seine zwei. Geht er weiter? Ja. Und da ist der Sink. Fast perfekt alles gleich. Merville hat sich nur eine Bombe mehr gegönnt. Ah, dafür verschwenden wir die Bombe nicht. Jetzt können wir uns natürlich das kleine Häuschen aufbomben und dort ein paar Bomben farmen. Genau. Oh, ein Schwert auf der Bücherei. Das ist gut zu wissen. Wenn man auf Marthas Wort ist, dann ist es ein Easy Tempered, was man sich abholen kann. Vorausgesetzt, man findet die Boots vor GT. Ja, ich weiß gar nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Boots tatsächlich in GT sind. Ich glaube, die ist nicht allzu hoch. Ja, aber manchmal kommt es dann doch vor und dann ist gerade sowas natürlich sehr ärgerlich, wenn man so früh ein Schwert sieht, aber nie wirklich die Chance hat, da ranzukommen. Oh, da gibt's Blue Mail. Wir sehen hier übrigens auch mal den Standardlink auf Lunchtimes Seite gegen Cyrano auf Mervils Seite. Interessanterweise ist das eine Sprite-Kombination, die ich gar nicht so selten sehe. Also,
Cyrano scheint sehr beliebt, ja. Genau, Cyrano sowieso einer der beliebtesten Sprites von dem, was ich so bisher auch hier im Turnier gesehen habe. Und aber auch der Standard-Link wird von doch recht vielen gespielt dafür, dass das halt der Standard-Link ist. Bei all den Möglichkeiten, die es da gibt. Und da finden wir unser anderes, oder unser nächstes Schwert, aber das erste, das wir bekommen können. Kleinen Zahnstocher zum Mitnehmen. Ja, hier hätte ich mir vielleicht doch die 50 Rubine gespart auf Lunchtimes Seite und wäre ein paar Mal in das Bombable Hut reingegangen. Ja, allerdings wird Blinds Hideout trotzdem immer noch mehr als genug Rubine. Oh, und ein Hammer. Ist ja der Hammer. Und das Powder, ui. Und das Master-Schwert. Okay, das heißt, wir wissen, wo Tempered ist. Wir können auch gleich Magic Belt besuchen gehen. Natürlich ein bisschen ärgerlich mit dem Routing, wenn man von unten kommt, weil man da schon vorbeigestiefelt ist. Und dann nochmal zurück muss durch ein leeres Dorf. Ja, aber also aus meiner Erfahrung, wenn man so früh das Puder und noch den Hammer dazu kriegt, dann ist da auch irgendwas. Also man sollte es nicht... Meinst du, das ist so wie wenn man einen frühen Pilz bekommt? Ja, beim Pilz ist es nicht immer so, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, wenn man Early Puder hat, ist doch ein bisschen höher. Es ist auf jeden Fall ein kleiner Wink mit dem Zaunfall zu sagen, hey, hier hast du zwei Items, die man sonst gar nicht immer so früh sieht, die einem einen Check ermöglichen. Guck doch mal vorbei. Und beide machen das auch. Also sehr sync hier momentan. Und wir werden verflucht mit... dem Fall. Ja, die haben wir jetzt auch unbedingt gebraucht. So ganz ohne Bogen können wir jetzt wenigstens mit Pfeilen um uns werfen. Oder auch nicht. Ja, manchmal baitet einen das Puder. Ah, ich sehe schon, was Lunchtime vorhat. Entscheidet sich erstmal dagegen, sich den Damm direkt anzuschauen. Er möchte Damm vermutlich mit Agena kombinieren. Mit dem Buch definitiv eine Möglichkeit. Und es wäre auf jeden Fall zu empfehlen, dass er das noch recht früh macht, denn er wird einen Handschuh dort finden. Da ist die Mondperle, das ist Darkward Access. Jetzt noch eine Lampe und wir könnten Desert clearen. Oder ein Fire Rod. Und da ist der Early Pilz. okay, es ist noch ein Early Pilz, aber es ist nicht der... Er ist schon etwas später. Ich weiß nicht so, ob das noch in dem Bereich ist, wo der Pilz immer Progression hat. Und die Moon Pearl ist schon mal raus. Also ich habe gerne mal gesehen, wie sich hinter dem Pilz die Moon Pearl versteckt hat. Heute leider nicht. So, Ice Rod Cave mit... So, aber dann Merville jetzt nach 9 Minuten ziemlich genau mit Dark World Access. Lunchtime muss noch einmal zum Damm runter. Kann aber gleich Agena mitnehmen. Also Agena ist auch immer so eine Location, die man entweder sehr früh oder entweder relativ spät checkt. Und das, was Lunchtime macht, gefällt mir tatsächlich. Ja, wie gesagt, mit dem Buch finde ich das auch ein schönes Play. Hab ich auch schon so gemacht. Manchmal. Wird nur interessant zu sehen sein, wenn er jetzt den Handschuh findet und damit Dark World Access bekommt. Erstens macht er das Play noch und zweitens, wie weit würde er es machen? Wenn er jetzt nämlich Desert Ledge zum Beispiel noch anschauen würde und da ist nichts, würde dann noch in Desert reingehen
wenn er schon Dark World Access hat und vielleicht lieber Hypecape machen könnte. Schwer. Also, beide haben jetzt Dark World Access, noch 10 Minuten. Ob ich jetzt tatsächlich in Desert schon reingehen würde, wir haben natürlich keine Feuerquelle. Schwer. Landstamm entscheidet sich aber auch direkt für Hype Cave, oder? Es sieht stark danach aus. Er ist gerade eh da in der Gegend. Ja. Und es sind 5 schnelle Checks mehr, potenzieller Hint ins Swamp, den man mitnehmen kann und dann entweder den Weg nach Pot oder Stumpy. Penton Turtle Rock, Penton Tiefstown. Und dann der zweite 5-6 auf Swamp. Interessante Pendant-Auswahl. Ich muss auch sagen, ich habe in letzter Zeit doch relativ viel Pendant Turtle Rock wieder gesehen. Also, ich erwarte ziemlich bald mal einen Ice Rod zu finden. Das geht ja meistens Hand in Hand. Das ist eine Hype Cave. Also, das ist solide 6 von 10. Ist das eine Hype Cave? Ich würde es schon fast Mobility Cave nennen. Ja. Was praktisch ist, denn wir können uns gleich unser Tempered auch abholen. Ja, leider haben wir noch nicht den Spiegel, also Stumpy, du weißt, was du uns geben sollst. Das würde dann die Route hier göttlich machen. Schade. Dann hätte man nämlich auf dem Weg gleich noch K45 mitnehmen können und dann nach dem Race Game gleich hochmirren. Aber man kann. Nehmen wir auch den Pilz auf Mervils Seite. Ja, kann man nehmen. Die Hexe zahlt heute mal ein bisschen mehr für ihre Zutaten. Das sind Zutaten für ihre Tränke. Ganz bestimmt. Aha. Natürlich Giftpilz in Tränken, lecker, lecker. Und Mervil entscheidet sich erstmal für die Backoffice Cape. Während Lunchtime sich im Buddelgame die Schaufel ausbuddelt. Er buddelt mit der Schaufel an dem Schaufel aus. Macht das Sinn? Ist die Frage, wer eine Schaufel verbuddelt. Also. Und vor allem, wenn man eine Schaufel verbuddelt, wie buddelt man sie ein? Hat man eine zweite Schaufel dabei, um die erste zu vergraben? Oder gräbt man nur mit der ersten und schüttet dann mit der Hand zu? Oder wie läuft das? Ja, irgendwie so muss es wohl gewesen sein. Oh. Jetzt tauschen Lunchtime und Mervil mal die Checks, die sie gerade gemacht haben. Jetzt sind wir vermutlich Bonkrocks. Bietet sich an, gerade mit dem Port zur Sanctuary, wo man danach nach Kakariko weitergehen kann, um die Flöte zu aktivieren. Oh, hier kommen schon die ersten Hinweise selbst. Schaufelnde Schaufeln. Ja? Vielleicht sehen wir auch einen kurzen Aghanim-Check. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht gesehen. Nee. Da beide die South-Route von Kakariko gegangen sind. Und ein früher Pet-Check interessanter war. Aber ja. So, Lunchtime aktiviert hier seine Flöte. Spielt für uns unsere Hymne von Hyrule einmal. Stiefelt jetzt vermutlich zu seinem Tempered runter. Er ist gerade da. Ja. 14 Minuten Tempered fühlt sich immer extrem gut an. Ja, definitiv. Also das Upgrade so von Master Sword auf Tempered Sword ist so das,
was sich so am meisten bemerkbar macht hinten raus, denn die meisten Overworld-Gegner oder Dungeon-Gegner können jetzt mit einem Slash sofort getötet werden. Und gegen die meisten Bosse hat man doch schon recht einfaches Spiel. Und Lunchtime mit der doppelten Buddel-Aktion buddelt erst die Schaufel aus und dann mit der Schaufel sich einen Hookshot. Und da ist natürlich der erste Weg klar, ab nach den Mountain und Hera machen. Und sogar alles in Logik, denn wir haben ja die Flöte bereits. Ah, das, was Lunchtime macht, jetzt nicht unbedingt, aber das ist uns egal. Ja gut, den alten Mann, wenn man schon mal da ist, nimmt man immer gerne mit. Schnellsten Heilpunkt, von dem man aus wegfluten kann. Ein Safe and Quit-Punkt, der oben direkt am Berg liegt. Und kann immer noch ein Progression-Item drauf sein. Aber wir sind ja Aghanim von Merville. Also in Lumberjack. Ah, 300 Rubine. Aghanim officially tot. Auch Merville jetzt einmal zum Aktivieren der Flöte nach Kakariko zurück. Aber interessant, dass er erst auf den Berg geht, um dann wieder... Ja, okay. Also interessante Wahl, erst den Pilz abzugeben, also erst den alten Mann und dann den Pilz. Wäre vielleicht andersrum schlauer gewesen, ich weiß es nicht. Es nimmt sich nicht viel, während wir sehen, dass der Bogen auf Spectacle Rock ist. Yes, das heißt, Spiegel, der sowieso required ist. Wir werden ihn auf jeden Fall finden müssen, bevor wir einen Palace of Darkness abschließen können. The Magic Mirror ist in Kakariko Well. Naja. War das nicht Half Magic? Das da war, das haben wir, weil den Spiegel haben wir nicht und im Brunnen waren wir. Also Half Magic, war es Half Magic? Habe ich jetzt zu früh gelesen? Ah. Es war irgendwas mit Magic, aber wenn es der Brunnen war, dann muss es eher Half Magic gewesen sein. Ja, muss wahrscheinlich. Ich habe mich auch gewundert. Aber auch Merville hat seinen Hookshot dann doch gefunden. Muss nicht unbedingt der Fall sein. Der Shuffle-Spot hat nicht immer die allerhöchste Priorität. Ja, Half-Magic. Okay, es war Half-Magic, ja. Kakariko Well macht natürlich am meisten Sinn. So, und während Merville jetzt mal dem Buch weiter nachgeht und schon mal im Desert vorbeischaut, zeigt uns Lunchtime jetzt, was heute in Paradox Cave zu finden ist. Bisher nicht viel Interessantes. Ich muss sagen, da gefällt mir das Play von Lunchtime besser, denn die Wahrscheinlichkeit, hier vielleicht die Lampe oder eine andere Fire Source zu finden, also den Fire Rod oder die Flippers oder den Spiegel. Also hier ist der gute Stoff. Hier ist der gute Stoff oben auf dem Berg. Das heißt, wir können uns auch gleich den Bogen gönnen. Lunchtime findet den Bombjump nicht ganz. Obwohl es für mich richtig aussah. Ja, sah jetzt auch auf den ersten Blick für mich nicht komplett falsch aus, aber vielleicht hat da irgendwas nicht gepasst. Hat sich im letzten Moment nochmal bewegt, gezuckt, keine Ahnung was. Ja, wobei Hera kann auch immer noch Firelocked sein, aber... Ja, aber trotzdem, selbst wenn Hera Firelocked ist, man kann unten zwei Checks machen, da ist ganz gerne mal ein Item bei. Und es gibt immer noch den Hint, den man auch sofort lesen kann. Also einmal kurz reinschauen. Gerade mit dem Spiegel jetzt auch noch, wo man dann nochmal wieder schneller rauskommt. Ja, da wie Illus im Chat auch anspricht, mir gefällt der Dead Mountain Play tatsächlich auch besser. Muss ich zugeben. Definitiv hat er mehr Checks und mit dem Hookshot spätestens macht er definitiv Sinn.
Vielleicht ist das jetzt ein relativ früher Gamble tatsächlich schon von Merville, weil er sich einen kleinen Vorteil vielleicht davon erhofft, weil eben gerade Desert nicht unbedingt das Play ist, aber doch zwei Items drin sein können. Du denkst Game. Okay, also wir sind schon mal nicht firelocked, ein Item haben wir hier auch schon gefunden. Das heißt, Hera komplett abschließbar. Wir könnten sogar Pot sofort machen, denn beide sollten sicher genug in den Darkrooms sein. Auch die Ausrüstung mehr als zufriedenstellend, würde ich mal sagen. Ist tatsächlich Pot das erste Play oder wollten wir nicht vielleicht sogar nach Swamp gehen? Ja, könnte man natürlich auch. Also ich meine. Also macht beides Sinn. Ne, Pot ohne komplette Licht- oder Feuerquelle. So ein bisschen fraglich, wie sicher sich die Runner damit fühlen. Wie gern sie den Turtle Room ohne Licht machen. Er ist natürlich nicht einfach, um Fire, also nicht mal eine Fire Rod zu haben, ist natürlich unangenehm. Aber stimmt, wir können zumindest Swamp machen, hat auch 6 Items, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dort was zu finden. Das ist der erste Crystal für Lunchtime. Ich habe jetzt aber gerade bei den Items nicht mitgezählt. Haben wir noch ein Item? Nee, wir haben beide. Wir haben beide. Nee, wir haben den Schlüssel nicht. Genau, unten waren Bomben und oben waren auch noch Rubinen, also es war beides mal Trash. Okay. Den Bogen holt sich Landstamm natürlich auch gleich. Definitiv. So schnell wird er erstmal nicht mehr hier hochkommen. Und wenn er gerade da ist, kann man ihn auf jeden Fall mitnehmen. Sollte man. Was hat er noch was vergessen? Was hat er vor? Spiral Cave? Ach, wir haben Spiral Cave. Er ist ja von unten gekommen und den doppelten Trip macht man ungern. Stimmt, da ist was dran. Oh, hovern. Level hovert. Knapp, Merville, knapp. Sah auf jeden Fall schon mal besser aus als bei Talan die vorigen Races. Merville macht hier den Andy. Ja, aber Hover macht an den Controller kaputt. Und wie es aussieht, folgt Lunchtime deinem Gefühl. Ja, ich würde sagen, es ist das logischere Play. Es ist ein potenzielles Item mehr, das man checken könnte, wenn man den Left-Side-Swamp machen will. Und es ist ein Crystal Dungeon, der komplett in Logik ist. Und Deadmas bricht doch an, dass danach Pyramid Fairy besuchbar ist. Was auch noch dazu kommt, also. Cash is about to post. Das heißt, wir können schon mal Graveyard Ledge ausschließen. Sehr zeitig der Hint, gerade nachdem man den Spiegel gefunden hat. Eine Sorge weniger, die man hat. Würdest du jetzt Left Side Swamp mitmachen, angenommen dort wären ein oder zwei Items? Also ich würde definitiv erstmal in den Back gehen und dann gucken, was da überhaupt ist. Und dann hängt es davon ab. Also angenommen, du findest hier gar nichts, aber ein Item ist Left Side.
Ich bin dann ganz gerne dafür, das Left-Side zu skippen, so früh wie es noch ist, mit der Menge die Checks, die noch offen sind, und zu hoffen, dass irgendwann einfach der Swarmfind auftaucht und mir sagt, was da ist. Bei zwei Items würde ich aber tatsächlich nochmal wieder zurückgehen. Dafür habe ich mir dann doch schon zu oft die Finger an Left-Side Swarm verbrannt. Ja, und die Version, habe ich das Gefühl, packt doch ganz gerne mal was Left-Side Swarm. Der gute Tanvir-Farid wird auch gleich Left-Side machen. Wobei, ich würde tatsächlich erstmal gucken. Ich würde tatsächlich erstmal einmal durchgehen. Ich würde nicht sofort Left-Side gamblen und dorthin gehen. Bei mir ist es tatsächlich tagesformabhängig. Manchmal, wenn ich sage, okay, vielleicht ich fühle mich gerade nicht so gut, ich will vielleicht ein kleines Risiko eingehen, gehe ich auch mal direkt hin und sage einfach, vielleicht ist da was, ich nehme es mit. Aber meistens würde ich wahrscheinlich doch eher erstmal nach hinten gehen und dann schauen. Ja, weil auch gerade im Chat angesprochen sind, wir haben hier zwei sehr gute Runner. Also die sich beide nicht zu verstecken brauchen. Auch wenn es hier offiziell Losers Bracket heißt, aber auch ein Talan ist hier. Ja. Also das hat überhaupt nichts zu sagen. Mervil auch schon relativ früh ins Loser Bracket runtergerutscht, musste sich, glaube ich, in der zweiten Runde im Winners Bracket Dracarys geschlagen geben. In relativ engen Matches. Aber seitdem auch ein bisschen durchgecruised hier unten. Ja, wer aktuell vorne ist, ist zu dem Zeitpunkt, wir sind gerade mal 27 Minuten drin. Man kann natürlich sagen, dass Lunchtime doch ein kleines Polster hat. Ist ein bisschen vorne. Aber das kann sich immer noch drehen, also. Und angesprochener Lunchtime mit einem wunderschönen Argus-Fight. Phase 1 Swan-Cycle. Komplett Poke-Dashes durch, Poke-Stats. Ja, und Lunchtime sagt sich, ja, Left-Side Swamp. Hat wohl genug, das ist rechtfertigt, nochmal reinzugehen. Ach, mein Left-Side Swamp ist halt so. Swamp ist an sich jetzt nicht der größte Dungeon oder der komplizierteste, aber dieses ganze Gemirror und da Wasser ablassen und hier nochmal am Hebel ziehen, es dauert einfach. Und es fühlt sich an wie zwei Dungeons, die du gerade absolvierst. Ja, gerade die Left-Side, das sind ähnlich wie Escape, irgendwie 2-3 Minuten, die man für 2, beziehungsweise manchmal, wenn man Glück hat, 3 Checks, oder Pech, je nachdem, wie man es sehen will, macht. Aber wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, haben wir nur ein Item hinten, also es geht nur noch um ein Item. Ja gut, das war halt das die Big Chest, die noch offen war. Weil er nach dem Bikini nicht nochmal zurückgegangen ist. Aber Lunchtime zieht's auch durch. Also er sagt, ja, das ist ein Item, ich will noch wissen, was das ist. Ah, ich weiß gar nicht, so kurze Wege zu dashen kostet, glaube ich, mehr Zeit als eben zu hooken. Wo würdest du dann als nächstes hin? Was denkst du, was das Seed von uns erwartet? Wir haben Thieves Town offen, das ist zwar nur ein Pendant.
Denn das Pad, das können wir nicht abschließen. Pod ist von der Logik her lamplocked aktuell noch. Natürlich kann die Lampe in Pod sein. Haben wir von einem der beiden Runner die Eastern, den Eastern-Bereich schon gesehen? Ich glaube, Sascha haben wir schon gesehen. Weil wenn nicht, dann würde ich trotz Lamplocked Pod langsam den Zug Richtung Eastern verspüren, denn mit 10 Herzen Blue Mail würde ich mir auch den Dark Turtle Room ohne Fire Source irgendwann zutrauen. Bisschen frickelig dann, aber man kommt schon irgendwie durch. Was jetzt natürlich eine gute Route ist, man kann jetzt natürlich die Red Bomb abgeben, kann zu Catfish stiefeln, kann Pyramid Ledge abchecken, alles in einem Aufwasch. Stimmt, das klingt nach etwas, was ich machen würde dann. Wenn das in meinem Seed gerade offen wäre, wäre das definitiv ein attraktiver Grund für mich, da lang zu gehen. Ah, was hat Lunchtempo? Ach. Oh. Er möchte noch K45 mitnehmen. Genau, das würde ich definitiv mitmachen. Weil sonst ist das komplett isoliert, jetzt nachdem man auch Bombus-Tablet hat. Und Smith Chain mit Spiegel und Flöte. Möchte man jetzt auch nicht unbedingt nochmal bei K45 Langlosch stiefeln. Und da kommt die rote Bombe. Kostet 100 Rubin. Ziemlich teuer. Ja, aber die beiden mit bis dato 1100 bzw. 1200 Rubinen schon. Man hat zwar einen Fisch, der einen gerne mal ein wenig über den Tisch zieht, noch nicht bezahlt, aber man hat trotzdem mehr als genug Geld. Die 100 Rubine fallen jetzt nicht sonderlich ins Gewicht. Oh, das. Ja, mehr Order hat er sie noch bekommen. Den ersten Screen Transition gemacht, aber klugerweise nochmal umgedreht und so die Bombe gerettet. Und auf der Ledge, ja, kann man sich mitnehmen, wenn man möchte, wenn man ein bisschen ängstlich ist. Ja. Oh. Ja, damit öffnet sich uns gleich Skullwurz. Kann man machen. Ja, aber jetzt mit dem Fireout spätestens würde ich definitiv Palace of Darkness gehen. Das ist ein Crystal, sind 5 weitere Items. Kann man abschließen. Ja, der Chill. Chat, also Tanvir spricht ja auch gerade von Desert Palace. Aber ich weiß nicht, ob ich Desert Palace auch mit Maya kombinieren würde. Also das noch, wenn es geht, ein bisschen aufschiebe. Ja, also ich würde jetzt definitiv erstmal Palace of Darkness machen und dann schauen, woran ich stehe. Wenn ich den Mids hab, dann könnte ich eh schon fast Maya Desert kombinieren. Wenn Kane of Somaria dann gleich mit in Pot liegt, umso besser. Aber. Ja, stimmt. Der Chat spricht auch schon an, dass Turtle Rock so ein bisschen Herzattacken bekommt. Denn in Turtle Rock kann außer Bombus nichts mehr sein, was wir brauchen. Ja, das ist der Punkt. Da kann sehr viel sein, nur nichts davon werden wir wirklich noch brauchen. Ich meine, Klassiker wäre natürlich ein Ice Rod in Turtle Rock, aber wenn wir Turtle Rock nicht abschließen müssen. Ja doch, eigentlich müssen wir, weil wir müssen das Swagnet vom Pad holen, aber. Ja. Man sollte vielleicht einen Swagnet-Modus einführen.
Wäre eine Idee. Entwickelt sich das hier doch zum kleinen Schätzi? Uns fehlt nur noch Samaria. Dann. Und mit. Dann sind wir eigentlich good to go. Go mode mit. Das ist so. So ein Go-Mode, wo ich einerseits immer so ein bisschen angewidert bin, weil die Mids dann meistens sich lange doch hinziehen dafür, was man macht. Aber andersrum bedeutet das, dass man meistens 2-3 Dungeons definitiv Go-Moden kann. Weil ich finde Mids Go-Mode ist das Beste, weil die Mids versperren dir gleich 4 Dungeons. Und das ist einfach super angenehm. Go-Mode-Mids bedeutet ein definitiver Ice Palace Go-Mode, wenn er benötigt ist. Ein definitiver Maya Go-Mode. Und nach Turtle Rock musst du vielleicht nie rein. Es hat definitiv sehr angenehme Implikationen. Das ist nur meistens, wenn es der Fall ist, dann sind die Mids bei mir auf dem Pad. Und dann denke ich mir auch schon wieder, muss das sein? Das hatte ich noch nie, Mids auf dem Pad. Ah doch, das ist schön. Da steht dann, a way to lift heavier things. Aha. Ja, Merville hat wohl gerade Probleme. Ich weiß noch, dass ich mal verzweifelt auf der Suche nach dem Hookshot war. Ich war sogar in GT. Oh. Und dann habe ich mir gedacht, das ist der Ice Shot. Dann habe ich mir gedacht, nimm mal dein Buch, halt es ans Pedestal und lese dann ein Boing Boing. Auch eine interessante Strategie. Ich weiß nicht, ob der Fall beabsichtigt war bei Lunch Time. Wenn ja, dann... Ich glaube schon, ja. Definitiv was man sich vielleicht merken kann. Wenn nicht, gut gerettet. Also hier zumindest können die Mits nicht mehr auf dem Pedestal sein. Also selbst wenn wir es nicht gecheckt hätten. Also erstens könnten sie nicht auf dem Pad sein wegen Turtle Rock. Und zweitens, wie gesagt, haben wir es gecheckt. Wir wissen, was da drauf liegt. Das ist der Burner, der uns schon versprochen wurde. Leider ist die falsche Farbe. Genau, ist ein Kane, aber leider nicht die richtige. Ja, er war stets bemüht. Kann man, glaube ich, sagen, oder? Mhm. Maestruhe Nummer 1. Nur der Kompass. Ja, scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Ja. Da sind die Bomben. Und jetzt noch die Big Chest. Herzteil. Leider kein Refill. Aber interessant, dass wir weder Village of Outcast noch irgendwas in der Gegend bisher gesehen haben. Also der Seed hat uns perfekt da weggelockt. Das ist wahr. Und demnach jetzt mit der Fire Rod, Skywoods und Crystal wird's mich vielleicht als nächstes dahin ziehen. Auf der Suche nach den Mits. Und dem Samaria?
Ja gut, der kann natürlich noch auch in Meyer oder Ice Palace versteckt sein, während die Mids dann doch irgendwann mal demnächst auftauchen müssen, sonst geht's irgendwann nicht mehr weiter. Ach, wir haben noch ein paar Möglichkeiten, von Mids auf Blind über Eastern, über Desert. Ja, aber es ist jetzt eine interessante Frage. Also, es gibt hier jetzt zwei Möglichkeiten. Mit dem Green Pendant Eastern, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon einen Hint für hatten. Glaub nicht. Nee. Es sind drei Checks plus das eine Item. Könnte man jetzt, wenn man gerade da ist, hinten anschließen. Andersrum, man hat halt noch die komplette Area Skullwood Thieves Town, wo wenigstens ein weiterer Crystal noch steckt. Und Thieves Town auch mit potenziellen vier Items. Lunchtime hier mit den ohne Fire Rod tatsächlich, aber sehr nice gemacht. Ja, es gibt tatsächlich eine Strategie da, wie man das relativ einfach machen kann, wenn man weiß, was man tut. Und Lunchtime scheint das wohl oft genug geübt zu haben, dass er da das auch komplett im Dunkeln machen kann. Nutzt hier nicht mal sein Schwert, um die Reichweite vom Hammer ein bisschen zu erhöhen, sondern hämmert einfach drauf los. Sehr schöner Quickel. Und Helma gibt uns noch ein wenig Green Goo mit auf den Weg. Recht praktisch, ein bisschen Magie-Refill weniger, für das man vielleicht nochmal zur Hexe flöten müsste. Das ist die falsche Welt, Mervel. Ja, und das ist der falsche Spieler. Ja. Verwechslung auf allen Seiten. Ja, aber Lunchtime will Richtung Meyer Area und merkt, dass er keine Mitz hat. Ein bisschen Verwirrung gerade. Aber anscheinend war sowieso sein Gedanke, ich möchte Desert machen. Entscheidet er sich halt spontan nochmal das Buch zu nehmen. Soweit ich weiß, ist hier noch ein Item auf ein Item auf Lenmo, ne? Ich kann mir sowas immer sehr schlecht merken, wenn ich nicht selber spiele. Da habe ich dann meistens einen Tracker für den Fall, dass ich es da trotzdem vergesse, aber da bin ich dann auch mehr drin. Ja. Illus bestätigt auch, Lenmo muss oder hat noch ein Item. Wird ein Item haben. Unique Item requires a bomb. Das ist potenziell unser Boot-Hint gewesen, tatsächlich. Immer wieder interessant, wenn der in Desert liegt. Wie gesagt, ich bin ein Fan von den Hints, wo steht, Bombos ist in Desert Palace. Und du dir sagst, ja, Game, ich stehe 2 Meter neben der Torch. Ich sehe es. Vielen Dank. Genauso schön wie ein Hint. Der Misery Meyer Big Key ist firelocked in Misery Meyer, wenn du gerade hinter der Cutscene-Chest oder hinter der Cutscene warst und den Hint dort liest. Und weißt, ja, das konnte ich mir auch schon denken. Ja. Das ist so mein Lieblingshint. Oder wenn du einen Turtle Rock siehst, mit sind in Blind Hideout.
Das ja, ohne Witz wäre ich nicht hier, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich in der nächsten Version die Hints optional werden. Ich würde tatsächlich auch mal ein paar Spiele wieder ohne Hints machen. Ich mag es ja eigentlich trotzdem immer noch sehr gerne. Aber ob jetzt nun mit oder ohne in manchen Seeds, selbst wenn du alle liest, ist es so, als ob du ohnehin spielst. Also von daher. Sehr schöner Quickel. Und leider nur 20 Rubine auf Lanmo. Das heißt, für Landstein wird die Suche weitergehen. Aber kann direkt den nächsten Crystal machen, denn jetzt einfach nach Kakariko Skyward zu machen, runter nach Thiefstown. Was jetzt natürlich etwas fiesere Location für die Mits sein könnte, ist natürlich Kingstomb. Denn dem Spiegel ist das zugänglich, allerdings der einzige Check, der da auf dem Weg noch irgendwie vorhanden ist. Ja. Sein hat noch nicht Catfish mitgenommen und würde dann die lange Route weitergehen. Wir haben Catfish noch überhaupt nicht gesehen. Auch Catfish kann die Mits haben, auch Sora kann die Mits haben. Wir haben die Wasserchecks auch noch, also wir haben viele Checks noch nicht gesehen, aber vermutlich werden wir jetzt erstmal ein Skavuz Play. Also es wäre definitiv das Sinnvollste. Es ist ein Crystal, das heißt, man muss eh dahin. Und die zwei Items sollte man dann auf jeden Fall checken, denn potenziell eins wird einem mit der Motte eh in die Hände fallen. Und der Rest ist dann doch schnell mitgenommen. Wobei leider genau das eine Item gesucht wird, was die Checks noch ein wenig schneller gemacht hätte. Die Mits? Ja, ne, stimmt, die suchen wir auch noch. Yes. Ja, aber der Sumaria, wenn man den in Skywoods hat, der hintere Raum mit den zwei Mumien, wo man dann den Schalter bedienen muss, doch ein wenig fixer. Wenn man ein bisschen NMG-Erfahrung hat, dann kriegt man auch den innerhalb von wenigen Sekunden hin. Ja, aber mit dem Sumaria geht es trotzdem doch noch mal ein paar Sekunden schneller. Egal, wie viel Erfahrung man in NMG hat. Denn die Statue bewegt sich doch sehr langsam. Okay, da gebe ich dir recht. Und im Gegensatz dazu gehst du einmal kurz hin, hebst den Pott hoch, legst den Sumaria-Block und bist durch. Muss er nicht rausmirren, denn ansonsten hätte er jetzt wieder die Statue nach unten schieben müssen. Ja, wenn man es zeitlich gut abpasst und den Spiegel nicht hat, kann man manchmal den Wallmaster da für einen Port zurückbenutzen. Manchmal hat der Wallmaster doch seine Vorteile. Ja, ab und zu gibt's sie mal. Aber manchmal können sie auch richtig, richtig gemein sein. Leute, die Animizer spielen, können da durchaus mal Liedchen davon singen, wenn sie dann kurz vor Moldom 2 stehen und dann denkt sich ein Wallmaster, ne, den snipe ich mal. Ja, die Wallmaster können an den lustigsten Stellen, vor allem, wenn du dich einmal durch Eispilles gekämpft hast und dann gekappt wirst. Ohne Witz, das ist mir einmal passiert, als ich runtergefallen bin nach zu Coldstairs Bosskampf, hat mich ein Wallmaster mal aus dem Loch rausgegriffen. Eieieiei. Mein Gott, hab ich da geflucht. Verständlich. Und hier haben wir eine schnelle Motte gesehen. Das Ungeziefer in Hyrule ist beseitigt.
Wir haben noch ganz Escape offen. Stimmt. Wir waren noch nicht Front of Escape. Genau. Links Schädlingsbekämpfung GmbH. So, mal sehen, ob wir hier noch was Spannendes finden. Wir haben noch kein Item gesehen. Ich wüsste jetzt gerne, wo Merbel ist. Ja, es ist so ein bisschen... Wir wissen nicht genau, woran wir sind. Sandstein hat bisher eigentlich relativ sinnvolle Plays bisher nur gemacht. Andersrum gibt's, oder hätte man natürlich aber durchaus die Möglichkeit gehabt, einige andere Plays zu machen und eventuell was anderes zu finden. Aber das ist der Kane of Somaria und wir haben einen mit Scow-Mode. Yes, es sei denn Bombus sagt noch, finde mich bitte. Nein, einfach nein. Diese Möglichkeit existiert nicht. Das wird nicht passieren. Das ist zumindest immer mein Mindset, wenn ich an sowas rangehe. Tu so, als ob es nicht existiert, dann existiert es auch nicht. Bombos. Silvers? Handy? Nicht das, was er unbedingt gesucht hat, aber nimmt man gerne mit, wenn man sie mal findet. Macht den Kampf gegen Vitrius ein wenig leichter. Ein wenig fixer. Wenn man nicht sowieso trotzdem die Energy Damage Boost Spins setzen will. Und ein Sicket Jack noch, Lunchtime-Seite. Ist Sicket ein starkes Sicket? Gibt uns nur ein bisschen Taschengeld von ihm ab. Das wurde das Rückgeld für die Medizin. Wahrscheinlich. Aber interessant, dass wir weder weder Bumperledge noch Kingstomb hier sehen. Ja, Thieves Town doch mit 4 Items und mit Boots doch recht angenehmer Besuch immer. Thieves Town doch relativ linear aufgebaut. Kann man die Boots sehr gut nutzen. Ja, ich mag Thieves Town. Als ersten Dungeon vor allem mag ich Thieves Town. Du kannst so ein bisschen Muscle Memory spielen lassen. Er ist eigentlich immer gleich. Vielleicht ein bisschen RNG, wo du aufpassen musst, aber ne, man kann vielleicht so ein bisschen nachdenken, wo gehe ich jetzt nächstes hin? Was ist jetzt besser? Und Thieves Town auch, also mehr oder weniger in 2 Hälften zugtieren im Prinzip die Front einmal, wo 4 Truhen sind, und dann der Weg nach hinten. Mit weiteren 4. Aber Landstein hat 2 von 4 Items gefunden und hat sich gesagt, da. Ah, ne, Thieves Town. Oh, was wird das? Oh, er hat Arcanim noch nicht gecheckt. Genau, ein später Lumberjack-Check. Weil auch da können immer noch ganz gerne mal einfach die Mits rumliegen. Ist auch schon vorgekommen. Aber auch, ja, aber auch, gutes Routing, das so zu machen. Definitiv. So schneller Besuch an der Front von Thieves Town, dann hier oben lang,
weil er Richtung Catfish dann zu Sora alles mit einbinden kann. Gefällt mir. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Jetzt gibt's wahrscheinlich einmal Graveyard, King's Tomb. Graveyard Ledge wissen wir schon, was da ist. Genau, King's Tomb, dann, falls da noch nicht die mit sein sollten, rüber zu Catfish, Muran, zur Sora Area. Ah, eine Pfeile. Ja, viel bleibt nicht mehr. Auch die Lampe fehlt von der Logik her immer noch. Gut, die kann natürlich irgendwo hinten im Thiefstown sein, weil das ist ja schon sehr, sehr lange zugänglich, theoretisch. Auch wieder wahr. In Eastern kann sie immer noch vorne drin sein. Ich glaube, da haben wir nie einen Fuß reingesetzt. Ja, wir wissen ja leider nicht, ob Merve die mit schon hat. Und je nachdem, wo jetzt tatsächlich die mit liegen, ist es auch immer noch möglich, dass die Lampe in Turtle Rock versteckt sein könnte. Das ist natürlich auch wahr. Denn wir hatten ja die frühe Flöte, um auf den Berg zu kommen. Wir befinden uns ja komplett in Logik immer noch, wenn man mal von dem Clear in Palace of Darkness absieht. Aber da war ja keine Progression zu dem Crystal. Ah, jetzt gibt es noch hier die Wasserchecks. Robo haben wir schon gesehen. Ich glaube, Black Halley Island auch. Ja. Landstein hat sich auch dazu entgegen oder dagegen entschieden, einmal. Oh! Da liegt unser Go-Mode auf der Sora Ledge. Das ist Schrödingers Go-Mode. Ich denke, wir werden in wenigen Sekunden auch wissen, ob wir im vollen Go-Mode sind. Nach 57 Minuten. Ja, also ich würde mal vermuten, dass es direkt ein Flut zur Maya Area. Denn ja, ich denke, ob wir Ice Palace full clearen müssen oder go-moden können, es gibt es glaube ich keinen Grund, erst nach Ice Palace zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wenn jetzt nicht die Flöte zu 6 kommt, dann. Aber auch eine umgeschriebene Regel des Randos. Sollte Maya jetzt Bombus sein, schau einfach Maya Shatter nach. Das ist Bombus! Der Klassiker. Du kriegst sehr früh zwei Medaillons und sie sind beide nicht benötigt. Ah. Also doch kein Mitz-Go-Mode. Nee, es ist tatsächlich ein Bombus-Go-Mode. Jetzt könnte natürlich Turtle Rock wieder ein Play sein. Pet wurde schon gecheckt. Pet ist tot. Und ich sag doch. Wenn in Zweifel, schau Checkerboard Cave. Das hat meistens das, was du für Maya brauchst. Yes. Wie gesagt, eine unbeschriebene Regel. Schau einfach in der Nähe von Maya nach. Damit officially 58 Minuten 40. Lunchtime ist im Go-Mode. Ohne Lampe. Ja gut, die kann ja jetzt natürlich wer weiß wo sein. Die Mids waren doch relativ früh erreichbar. Das heißt, die Lampe, Klassiker, gerne mal in Turtle Rock. Natürlich auch Hookshot Cave. Ich glaube, ich hätte auch die Lampe sein können. Aber ich denke, die werden wir nicht mehr sehen. Also Lunchtime, ich weiß nicht, hat er sich noch Potions gekauft eventuell? Nee, hat er nicht. Er hat auch die Möglichkeit bei der Waterfall Fairy ausgelassen, seine eine leere Flasche, die er hatte, zu füllen. Deswegen, er hat nur die Green Potion, die er aufgesammelt hat, meines Wissens nach. Aber mit Half Magic
ist das eigentlich auch das Einzige, was er so wirklich benötigen sollte. 12 Herzen Blue Mail. Was? Und es ist ein Gottmeier. Au. Es ist ein Gottmeier. Jet sieht much, wenn man weiß, was, wo man hätte hingehen sollen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Jet Seed. Hätte man gleich die Water Locations mitgenommen, wo war so Maria nochmal schnell? Genau, in Skywoods. Easy peasy, also das ist schon Jet Seed. Ja. Pendant Dungeons alle komplett nicht benötigt. Nee. Es ist aber auch ein bisschen langweilig. Muss ich zugeben. Oh, da gibt's Spooky Action. Noch mal ein bisschen extra spooky im Dunkeln. Ah, ich habe gar nicht gesehen, dass Lunchtime das Setup aktiviert hat. Wie denn auch? Man konnte ja nicht viel sehen. War ja alles dunkel. Witty, einer der einfachsten Gegner, sofern man Silvers hat. Ja, dieser Luxus wird allerdings ihnen nicht mehr lange vergönnt sein, denn das ist hier die letzte Runde inzwischen, in der noch Normal Seeds gespielt werden. Alles später, oder alles, was danach kommt, werden inzwischen Hard Seeds werden. Stimmt, soweit sind wir inzwischen schon. Und weil der Chat auch anspricht, ja, also Lunchtime hat wirklich sehr wenige Routing-Fehler gemacht, hat auch, ja, ich weiß nicht, ob man das schon als Gutsword bezeichnet, aber er hat auf jeden Fall sehr günstig geroutet. Ja, also Gutsword in dem Sinne nicht vielleicht, weil, oder vielleicht nicht, weil es waren doch einige unnötige Checks dabei, allerdings es war kein falsches Routing von ihm. Also er hat ein sinnvolles Routing gemacht, in dem dahingehend keine Fehler, es ist halt nur... Ja. Hat halt nur ein bisschen länger gedauert, weil die Items halt am Ende der Kette waren. Ja, also es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, was Lunchtime da gemacht hat. Ja. Also besseres Routing hätte man nur durch riskante Gambles erreichen können. Und da werden wir auch sehen, dass Lunchtime keine Zeit mehr verschwendet hier im Eispiel. Kein Interesse an irgendwelchen Truhen oder vielleicht doch? Ich weiß nicht, was auf was Lunchtime hier noch hofft. Weil er hat eigentlich alles. Er hat Tempered, er hat Silvers, Half Magic, Blue Mail. Die Anzahl der Herzen ist auch sehr angenehm. Also das Einzige, was für mich irgendwo Sinn machen würde, wäre ein Cape, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie auch nur die Möglichkeit einer Erwägung findet. Nee. Vielleicht einfach Muscle Memory. Ja, verpasst die leider den einen Fengator. Ja, wird vielleicht eine Sub 20 werden, eine Sub 20. Ja,
Wenn es nicht wieder der Big Key in Tile Room ist, das habe ich irgendwie in den letzten Tagen viel zu häufig gesehen für meinen Geschmack. Apropos Tile Room, wir werden bald den Crystals haben. Oh. Ja. Wir können ein Spiel spielen. Aha. Wir werden nämlich gleich Zahlen von 1 bis 22 im Chat sehen, denn Ganon versteckt sein Big Key immer. Und zwar in einer von 22 Truhen wird er sein. Und wir raten immer, welcher der 22 es sein wird. Seid ihr Subscriber oder habt 250 Bits donated, habt ihr die Möglichkeit, Ruhm und Ehre auf unserem Leaderboard zu erlangen. Da hat unser Tracker auch schon gestartet, der gute Shalini. Womit, mit welcher Zeit gehst du denn heute? Ich bin ganz gerne ein Fan von der 3. Denn wie Tanvir schon richtig gesagt hat vorhin, Tile Room Gamble all the way. Oder die Torch, je nachdem. Hatten wir ja jetzt im Daily, beziehungsweise in unserem Weekly gestern. Wir durften die Firma Tile Room sehen. Immer wieder eine Freude. Hat den Glitch geschafft durch den Block. Hat sich noch einmal neu justiert dafür. War nicht ganz zufrieden beim ersten Mal mit seiner Position. Ich weiß gar nicht, bei welcher Zeit der aktuelle Rekord hier im Turnier liegt. Ich glaube, den hat Yoshi mit 1:9 aufgestellt, oder? Es war auf jeden Fall was sehr, sehr Fixes. Also weit entfernt werden wir auch nicht sein. Also 1:9 wird nicht mehr möglich sein, aber ich denke mal so 1:15 sollte drin sein. Ja, je nachdem, wo der Big Key ist. Ich wollte es gerade sagen. Ja, was Elos auch schon sagen wollte, ich bin so ein bisschen die vorigen Spiele der beiden vor dem Race nochmal durchgegangen und Merville hatte, glaube ich, im Turnier auch schon eine 1:10 hingelegt. In einem der Races. So. Ja, ich glaube so um die 1,8 bis 1,10 ist der aktuelle Rekord hier im Turnier. Nummer 1, 2 und 3, leider nix. Sehen wir Dark Magician? Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Lunchtime stunt sich auch schon die Skelette. Nummer 7. Ich glaube. Outdime. GG. Outdime mit der richtigen Zahl. Ich habe wohl meine ein bisschen, ich habe auch 7 geschätzt. Ich war wohl etwas später dran als Outdemi. Allerdings. Und Old Dummy inzwischen hat aufgeschlossen zu Tanvir. Jetzt ebenfalls mit 9 Siegen auf unserem Leaderboard. Inzwischen ganz vorne mit. Ja, ein fleißiger Zuschauer von unseren Streams hier.
Und Illus muss sich noch ein bisschen ranhalten. Nur 5 Siege. Was ist denn da los, Illus? Im letzten Turnier abgeräumt und jetzt? Ein bisschen enttäuschend. Vielleicht ein bisschen enttäuscht von dir. Vielleicht ist dieses Mal einfach die Konkurrenz stärker. Es ist nicht mehr ganz so einfach, die Siege zu finden. Vielleicht versteckt sich der Bicky auch besser vor Illus. Das kann natürlich sein. Ja, da ein bisschen Probleme. Ich muss sagen, ich hasse diesen Raum auch, aus tiefstem Herzen. Ich finde den persönlich gar nicht mehr so schlimm, weil ich einfach dort immer den Fire Rod benutze, egal was passiert. Und mit dem ist der Raum noch mit am angenehmsten. Ah, da hat er leider den One-Cycle verpasst. Aber eine schöne Two-Cycle. Genau. Kann immer mal vorkommen, dass einer der Pfeile daneben geht. Ja, aber die 1.15 wird tatsächlich schwer. Denn Ganon selbst mit Tempered, ich habe noch nie gezählt, aber dauert auch um die 2 bis 3 Minuten. Ja, und je nach Patterns bei Agar 2 sind das vielleicht nochmal 10 Sekunden mehr, die da anstehen oder auch nicht. Sehr schöner Fackelraum. Nutzt hier die Half Magic. Also das Equipment ist mehr als angenehm. Ja. Sollte auch eigentlich keinen wirklichen Grund haben, hier noch irgendwas anzufassen, außer dem Magic Refill. Er ist ja nicht an einem kleinen Held. Ach nee, wer? Doch, hat es Bruder. Aber ja, aber für 3 Herzen. Das ist ihm die Zeit wohl nicht wert. Und so. Lässt auch komplett alles stehen und liegen. Wie ist denn dein Verhältnis zur Trigonometrie? In letzter Zeit doch recht durchwachsen. Irgendwie will's nicht immer ganz so gut bei mir, auch wenn jetzt gestern im Weekly zumindest ein Triple dann doch irgendwie gesessen hat. Ah, das könnte ein Triple sein. Na, ja. Nee, wollte Agar nicht. Hätte einer werden können. Naja, Agar will nicht. Aber dann hier eben das Double zum Schluss nochmal. Stimmt, weil der Chat spricht auch gerade an, beziehungsweise Ramon Lunchtime hat er bisher immer mit Enton gespielt, ne? Das weiß ich leider nicht. Ich glaube, er hat die letzte Zeit immer mit Enton gespielt. So, dann geht's auf daran, das große böse Schwein ein wenig kürzer zu schneiden. Oh, oder mit dem Ball and Chain Guard, wie du es gerade sagst. Aber vielleicht möchte er einfach mal wieder Original-Feeling haben. Auf jeden Fall die Spins sitzen. Auch die Dashes sitzen. Und da ist die zweite Phase auch schon vorbei. Oh, hat er noch eine Potion? Okay. Ja, dann habe ich die wohl doch übersehen, dass er sich die einmal kurz mitgenommen hat. Ja.
Haben wir die in der Dark World gefunden? Ich glaube ja. Möglich, so genau habe ich da dann nicht drauf geachtet. Und das... Da ist das GG mit einer offiziellen Zeit von 1:15:20. Ein Jetseed, ja, hier ein paar kleine Hinweise. Lunchtime ist vielleicht kann er ein Hallo im Chat schreiben. Lunchtime, hallo. Genau, da ist Lunchtime schon, denn er wird uns leider nicht für ein Interview zur Seite stehen oder dem Discord joinen für ein Interview. Und ja, der gute Mervil hatte tatsächlich einen Emulator-Crash bei Minute 35. Hat also tatsächlich seit Minute 35 nicht mehr am Race teilgenommen. Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn sowas passiert. Ob es ein Rematch geben wird, das können wir noch nicht sagen. Also es müssen tatsächlich die Runner unter sich ausmachen, ob Lunchtime sagt, er wäre mit einem Rematch einverstanden. Und ansonsten GG Lunchtime. Ist hier durchgeschwebt durch das Race. Ja. Ansonsten gibt es leider nicht mehr viel zu sagen, denn ein Interview wird es leider nicht mehr geben. Wir haben immerhin den Mervil jetzt einmal hier. Ja, hallo. Ah, Mervil. Tatsächlich. GG. Ja, was kannst du nochmal vielleicht sagen? Was ist denn passiert? Hört man mich? Yep. Okay. Internet ist kurz gecrashed. Und wohl auch dein Emulator, oder? Ja, und der Emulator ist dann auch gecrashed. Save State hatte ich auch nicht. Ja, also du hast dir, ich weiß nicht, wenn du den Stream siehst, eine sehr lustige Stelle für den Crash ausgesucht, tatsächlich. Man hatte schon vermutet, dass der Stein einfach zu schwer war für den Emulator. Oder das Dark Maze zu dunkel, also bei mir war es in Pot. Ah, okay. Ich war gerade hinten im Dark Maze. Ah, tatsächlich auch auf dem Weg zu Port. Ja, schade. Ich meine, immer blöd, wenn man wegen sowas verliert. Ja. Aber es gibt ja noch ein Match 2. Ja. Das heißt, wenn es für dieses Match tatsächlich nicht zu einem Rematch kommt, gibt es auf jeden Fall noch Match 2, wo du nochmal zeigen kannst. Du bist auch ein sehr guter Runner. Es wird auf jeden Fall nochmal spannend. Ja, im Nachhinein hätte ich es auch gern fertig gespielt, weil ich glaube, es wäre doch noch knapp geworden. Ich wäre dann nach Pott direkt Sora gegangen wahrscheinlich. Skywoods hatte ich auch schon clear. Also waren ziemlich gleich auf. Hatte noch eine kleine Ansage hier an Landstein, der im Chat ein bisschen rumlurkt. Der könnte auch ruhig mal ein Interview machen. Vielleicht kriegen wir ja noch dazu mit der Macht des Chats, dass Lunchtime uns auch noch ein Interview gibt. Wie enttäuscht warst du, als du feststellen musstest, dass das Swagnet auf dem Pad liegt und du das heute wohl nicht einsammeln kannst? Eigentlich wollte ich schon noch holen. Ich war enttäuscht, dass mein Hover nicht geklappt hat. Aber es war knapp, zumindest bin ich nicht sofort runtergefallen. Sah schon gut aus, definitiv besser als bei Talane vorher. Würde ich auch sagen, ja.
Also man hatte schon Andy-Feeling bei dir. Nur der Sprite hat nicht ganz gepasst. Ja, muss noch ein bisschen die Flügel trainieren, dann geht es auch. So, weil bei uns geht's später um 20.30 Uhr Yoshi versus Jem weiter. Hast du noch letzte Worte, Merville, dann? Machen wir für heute dann auch mal Schluss. Danke für spontane Kommentieren und Tracken. War ja relativ kurzfristig. Auch wenn es jetzt am Schluss nicht mehr so interessant war. Aber passiert halt leider auch. Ja. Danke trotzdem auch fürs Racen. Ich danke Ryan fürs Mitkommentieren. Natürlich auch Shoutout an Chardiné. Fürs Tracken. Auch von mir nochmal danke an dich, Thale, fürs Mitkommentieren. Macht immer wieder Spaß. Eine Freude. Danke an unsere beiden Runner, die zumindest ein echt spannendes Race im Early Game hingelegt haben, bevor dann der unglückliche Crash kam. Und ja, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt soweit, folgt den Runnern. Die freuen sich eventuell immer wieder über Aufmerksamkeit. Ja. Und schaltet auch heute Abend wieder ein, wenn es heißt Randomizer. Bis dann. Tschüss.